Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs und wieder auf einer kleinen Radreise, kann man schon sagen. Drei volle Tage möchte ich unterwegs sein. Und wo bin ich natürlich? Wieder in Dänemark. Ja, es ist das lange erste Oktoberwochenende. Ach, drei Tage bin ich unterwegs, weil am vierten Tag, am Dienstag, den 3. Oktober, soll leider Sturm kommen. Da möchte ich dann doch nicht rumradeln. Aber ich möchte hier eine richtig schöne Tour machen. Und ich bin hier an der Ostsee, 20 Kilometer südlich von Kopenhagen, Greve, hier am Strand. Und seht ihr, die Sonne ist gerade aufgegangen. Ein tolles Bild. Wow, und das Meer ist noch relativ ruhig. Aber richtig schön. Es ist ja etwas frischer natürlich. Es ist so langsam Oktober. Der Herbst klopft an oder ist eigentlich schon da. Aber es macht so viel Spaß. Weiterhin immer gutes Wetter. Nach den beiden Wahnsinnswochenenden im September habe ich auch im letzten Septemberwochenende gefahren. Einen Tag mit Zeltübernachtung und habe ich jetzt mal nicht gefilmt. Ja, und jetzt bin ich wieder drei Tage unterwegs. Möchte hier auf Seeland, so heißt das hier, ja, die Insel, wo Kopenhagen drauf sitzt, ja, ein bisschen nördlich rum, nach Helsingør hoch heute. Da möchte ich heute hin, das sind 70 Kilometer. Da möchte ich einmal zelten und morgen geht es weiter Richtung Kattegat entlang auf der dänischen Seite. Ja, Schweden ist schon fast zu sehen. Ja, von hier aus, also das ist schon nah dran. Es hätte auch sein können, dass ich nach Schweden fahre, aber da möchte ich mal einmal nicht hin, sondern bleib jetzt hier drüben. Also von Helsingør geht es an Kattegat entlang morgen. 90 Kilometer einmal so ein bisschen längs, bis ich da wieder an so einen Zeltplatz komme. Und am Montag, den 2. Oktober, fahre ich dann runter nach Roskilde und dann wieder rüber hier nach Greve. Viel am Wasser wird es geben. Bilder von Wasser natürlich, von der Ostsee, vom Kattegat, von allen möglichen. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Tour. Die hatte ich eigentlich schon länger vor. Ja, und jetzt mache ich sie doch. Eigentlich war ja fast das Jahr schon vorbei, aber das Wetter ist halt immer noch gut. Naja, ganz gut soll es jetzt nicht werden. Heute ist der schönste Tag, morgen schon etwas grauer und übermorgen Montag kann schon etwas Regen geben, aber kein Sturm, also da ziehe ich dann noch durch. Ich möchte einfach unterwegs sein. Ihr kennt mich, Dänemark bevorzugt. Ja, in Deutschland wäre viel besseres Wetter. Da soll es gar keinen Regen geben, aber mich zieht es nach Dänemark, gerade wegen dem Zelten. Ja, dieses freie Zelten und so, was es hier gibt, das ist so klasse. Ja, ich bin mit einem Böttcher unterwegs, möchte das nochmal dieses Jahr austesten, wie es so ist. Ja, ich hätte auch wieder mit dem Gravelbike fahren können für drei Tage, aber jetzt habe ich den mal bepackt wieder und fahre da hier locker durch die Gegend. Es soll keine sportliche Tour werden. Ich werde mir jetzt Kopenhagen vielleicht nicht ganz angucken, aber so was so auf dem Weg liegt, sehr schöne Dinge werden auf dem Weg liegen. Werde ich mir angucken und dann geht es die Küste heute hoch. Kurz vor Helsingør, da ist so ein kleiner Zeltplatz, da möchte ich hin. Ja, kann da nur ein schöner Tag werden, auf jeden Fall heute. Sonnig wird's. Ich habe starken Rückenwind, also ich brauche mich heute überhaupt nicht anstrengen. Ein ruhiger Tag und wie ihr seht, schöne Bilder wird es wohl geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Ooh. Ooh. Resting on the myth of old. Stories have been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell.
bin ich schon ein gutes Stück gefahren, 10 Kilometer liegen hinter mir. Ich bin jetzt hier an Bröntby-Strand. Ja, ich muss sagen, ich war natürlich schon mal hier. Das heißt natürlich, aber das habt ihr auch schon gesehen auf meinem Kanal. Ich war ja bei der Tour de France letztes Mal beim Start als Zuschauer. Im Juni, Juli war das ja. Da war ich ja hier in Kopenhagen. Und da bin ich hier noch eine kleine Tour entlang der Küste gefahren. Und bin hier auch vorbeigefahren und habe hier gebadet. Und das war so herrlich warm. Badetauglich ist die Ostsee immer noch. Also 16, 17 Grad hat sie. Aber dieser Wind, der ist doch ein bisschen ja, kalt. Der würde einen ordentlich auskühlen. Es sind welche im Wasser, konnte man immer sehen. Aber die haben gleich einen Bademantel auch über. Ach, wie gesagt, das Wasser ist eigentlich noch warm. Es geht. Aber ich tue es jetzt nicht. Hier steht der Wind voll drauf. Den habe ich zum Glück als Rückenwind. Und jetzt geht es auf derselben Strecke wie letztes Mal, wie letztes Jahr bei der Tour de France, wo ich da reingefahren bin. Auf derselben Strecke komme ich da auch wieder rein. Mal sehen. Jetzt, wo es leerer ist, werde ich vielleicht ein bisschen mehr angucken oder auch mehr sehen können. Also weiter geht's, auch wenn es hier richtig schön ist. Ja, hier ist wieder ein schönes Pausenplätzchen und man darf hier sogar zelten. Hier ist wieder so ein primitiver Zeltplatz, aber ich glaube, ihr hört's, da ist die Autobahn. Das ist unheimlich laut. Das wäre sonst ein richtig tolles Plätzchen hier. Leider ist es hier schon so oft gewesen, Autobahn oder Schnellstraße in der Nähe. Aber hier ist auch unmittelbar Kopenhagen, also gar nicht weit weg von der Stadt raus. Und hier darf man schon wieder so zelten, so wild. Voll erlaubt und ja, warm kann man es jetzt immer noch nicht sagen. Also wenn man stehen bleibt, na, der Wind geht so ein bisschen durch, aber naja, kann man sich noch nicht mehr ausziehen, aber Jacke ist schon raus, das ist ja schon mal klasse. Ja, 17, 18 Grad soll ja doch heute noch werden. Ja, und ich fahre ja auch ja, Richtung Nord, Nordost, habe Rückenwind und da ist auch viel Wald und da werde ich auch Windschatten haben und da wird es auch schön warm werden am Rest des Tages. Ja, ich glaube, da hinten ist noch ein Shelter, weiß ich nicht genau, kann auch so ein Ställchen sein, weil hier laufen Kühe frei rum auf diesem Gelände. Man musste gerade über den Gatter und dann ja, laufen hier halt Kühe oder Rinder, West Highlands oder was weiß ich hier rum. Also das scheint ein riesen Gelände hier zu sein, wo alles frei rumläuft. Ja, auch mal klasse. Ja, also geht es jetzt weiter rein nach Kopenhagen, jetzt kommt das gleich. Excuse me.
mittendrin in der Fahrradhauptstadt Kopenhagen. Ich bin hier auf dem Rathausplatz, wo ich letztes Mal hier war. Da war hier die Hölle los. Ja, jetzt geht's. Jetzt füllt sich bestimmt Lamsang. Aber hier vorne war die Ziellinie gegenüber vom Tivoli, vom Vergnügungspark. Ja, man sieht eigentlich gar nichts mehr. Ich dachte, hier sind noch irgendwelche Schilder, noch eine Linie aufgezeichnet oder was davon. Ist ja mal ein bisschen mehr als ein Jahr gerade her. Aber irgendwie ist da gar nichts mehr. Naja, aber toll zum Reinfahren hier in die Stadt. Also breite Radwege, alles perfekt, wie man sich das wünscht. Also absolut toll. Ja, ich werde jetzt nicht jede Sehenswürdigkeit abklappern. Ich werde ja weiterhin irgendwie an dem Wasser bleiben. Aber da kommen noch einige Sehenswürdigkeiten, die auch ich noch sehen möchte. Ja, das andere Schloss, das hier vorne ist, habe ich ja letztes Mal schon gesehen. Ja, ich fahre jetzt wieder zurück ans Wasser entlang und mal sehen, was es noch zu sehen gibt hier in dieser tollen Fahrradhauptstadt Kopenhagen. Beim berühmtesten Mädchen der Stadt bin ich jetzt auch gewesen. Eine richtig tolle Stadt, richtig viel zu sehen. Ich sehe hier nur einen ganz kleinen Teil. Also es gibt noch viel, viel mehr. Also mit dem Rad, glaube ich, ist es auch echt am besten, hier rumzukommen. Also auch gerade Nyhavn, der war echt toll. Aber was eine Massen an Menschen. Aber ich kann ja nicht sagen, oh, die vielen Touristen. Ich bin ja auch eine. Auch selbst zu Wasser. Überall sind hier mit Busse werden die hier angekarrt. Ja, aber jeder will mir das auch sehen. Ich wollte es auch irgendwann mal sehen, jetzt habe ich es gesehen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Die Stadt ist echt toll. Man müsste hier echt noch länger verbringen. Aber wie gesagt, es ist echt voll. Langes Wochenende für viele Deutsche. Man hört hier echt fast nur Deutsch. Ja, die haben ja jetzt Zeit mit diesem Wochenende. Also das ist echt eine Stadt, die ist eine Reise wert. Es gibt hier noch viel, viel mehr Ecken. Ich fahre dann auch schon bald raus, aber ja, 10 vor 11, ich bin da schon einige Stunden unterwegs, ganz Lamsang. Ich habe noch 40 bis zu hier, Helsingør, das ist ja noch ein ganzes Stück, aber was sind 40 Kilometer, wenn man reintritt, ist das echt schnell.
Ich werde es weiterhin auch genießen, aber ich genieße erstmal jetzt hier eine Pause. Ich werde hier was snacken. Ja, genug wird es auch hier geben. Überall gibt es Stände und Imbisse und ach, man wird hier nicht verhungern. Ja, also hier ist die Hölle los, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Kommt hierher, die Stadt ist echt toll, lässt sich gut Radfahren und ich fahre gleich weiter. Also dann mache ich erstmal eine Pause und dann geht's weiter Richtung Norden. Jetzt habe ich so gut wie Kopenhagen hinter mir gelassen. Man sieht sie noch, die Stadt. Und ich bin jetzt hier beim Fort. Dahinter verbirgt sich der Campingplatz. Ja, da waren schon einige. Aber grüßen kann ich schon mal Matthias vom Kölner Saftrad. Er war ja auch da, genau bei den Kanonen. Da sind die Zelte. Ja, aber er ist gut belegt, aber ich will hier auch gar nicht hin. Ja, mich treibt es weiter Richtung Norden und... Ja, auf der Kamera könnt ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Da hinten ist Schweden. Man kann es sehen. So ein kleines Land, so, ja, Berge, Hügel, Windräder. Also was kann man da schon erkennen? Ja, es kommt näher, mein geliebtes Schweden, aber da komme ich ja nicht hin. Ich werde es nur von hier aus sehen. Und das Wasser ist glasklar hier. Kein Kraut mehr so richtig am Strand. Also wesentlich mehr so viel wie woanders, weil hier ist der Wind ja... Ja, weg vom Land, also sind wir hier im Lee und da hat es weggetrieben, aber es ist richtig toll. Wow, ja, hier waren schon einige baden, aber es ist so ein bisschen bewölkt und der Wind, der zieht doch ganz schön durch, also richtig toll ist es nicht, aber was soll man machen? Frieren tue ich auch nicht, ich glaube es sind 16 Grad, das ist doch ganz angenehm, wenn der starke Wind nicht weht, aber habe ich heute als Rückenwind und so funktioniert das richtig gut. Naja, also geht's weiter. Immer weiter an der Küste. Es wird weiterhin schöne Bilder geben von der Küste hier. Immer Wasser. Ja, Kopenhagen war gerade letzten Kilometer natürlich nicht so schön. Immer an der Hauptstraße. Aber der Radweg ist so breit. Kann man sehr gut fahren. Naja, weiter geht's noch 33 Kilometer bis Helsingør. Jetzt bin ich wieder ein Stück weiter, 24 Kilometer vor dem Ziel, aber man kann es schon erkennen. Da drüben auf der anderen Seite, das ist Helsingborg auf der Schwedischen. Man sieht auch die Fähren darüber fahren, die leuchten richtig. Ach, ja, Schweden. Ja, ich bleibe in Dänemark. Bin jetzt gerade eben in zweiter Reihe sozusagen gefahren. Hier hinten
geht der Weg längs und nicht an der Küste direkt. Da ist viel Verkehr. Ja, ist auch mal schön, so im Wald zu fahren. Richtig klasse. Ja, toller Weg bis jetzt hier. Jetzt wird es auch echt warm, wenn man nicht im Wind immer steht. Ich stehe hier auch irgendwie auf so einem Aussichtspunkt. Oder so was Künstliches, soll wohl Kunst sein. Weiß nicht, was das darstellen soll. Aber einen tollen Blick hat man hier Richtung Helsingør und Helsingborg. Ja, und da geht's hin. Ja, noch über 20 Kilometer also bis dahin. Also noch ein Stück. Also, okay, ist noch nicht mal 1 Uhr. Ich genieße es auch total. Ja, ich hoffe ihr auch. Also geht's jetzt weiter. Nur noch 15 Kilometer ins Ziel. Ja, es wird Zeit für ein Päuschen. Ich habe was zum Essen gekauft und was war? Ja, keine Bank mehr. Erste Reihe total verbaut mit Villen. Hier ein ganzes Stück hier längs. 2-3 Kilometer musste ich noch fahren. Ja, der Wind ist doch ganz schön stark, aber hier kommt er jetzt gar nicht so doll an. Es geht noch, aber sobald eine Wolke davor ist, wird es ein bisschen frischer. Aber trotzdem ein tolles Plätzchen hier. Ja, hinter mir klappern die Boote der Marina, in der Marina hier. Boah, ja, die werden auch bald rausgeholt. Es ist Zeit, sie rauszuholen, denn Dienstag gibt es schon mal einen kräftigen Sturm. Am 3. Oktober, da werden sie noch mehr durchgeschüttelt. Also es wird so langsam Zeit, ja, Temperaturen gehen auch runter. Solange die Sonne da ist, ist doch schön. Also die Strecke war bis jetzt ganz okay. War auch in der zweiten Reihe okay, weil erste war sowieso an der Straße hier und dann war sowieso kein Meer zu sehen. Also war ganz okay, aber ab jetzt geht es immer weiter am Meer. Ich meine, das bleibt jetzt so. Ja, und das werde ich jetzt hier ja, mal was bisschen mehr essen. Ich habe mir einen Wrap geholt und eine Cola und ein Mars und sowas erstmal. Ist noch kein richtiges Mittag, aber das langt erstmal, um den Magen wieder gut zu füllen. Ja, ich habe auch wieder wenig getrunken unterwegs, das muss ich jetzt auch nicht nachholen. Also geht's gleich weiter an der schönen Küste, hoffe ich. Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. We can fly. Nur noch 7 Kilometer ins Ziel und hier ist mal wieder ein Stück am Meer. Das ist ja auch der Öresund, nicht die offene Ostsee, nicht der Kattegat, nein, der Öresund oder ja, das Karl. Ach, man, da drüben ist doch Schweden, alles so greifbar nah, aber da ist ein Schauer und gerade südlich von mir ist auch ein Schauer vorbeigezogen. War nicht angesagt, aber ist ja zum Glück vorbeigezogen. Aber der Wind, der ist im Moment auf seinen Höhepunkt, würde ich sagen, laut App auch, ja, ganz schön böig geworden, aber so wie hier kommt er zum Glück nicht ganz so doll an, ja, ist einfach nur klasse, aber herbstliches Charakter hat es auf jeden Fall, man sieht das, die Sonne steht gar nicht so hoch, ja, so richtig brennen tut sie auch nicht mehr auf der Haut, also das ist alles echt mau geworden, aber die Temperaturen stimmen ja noch.
18 Grad haben wir. Ja, wenn der Wind nicht wäre, könnte man es besser genießen. Naja, dann mal sehen, wo ich denn gleich mal lande. Ob das klappt gleich. Naja, weiter geht's also. Und ich bin hier schon angekommen, wo ich hin wollte. Ein primitiver Campingplatz ist das hier mit Meerblick. Ja. Aber hier ist auch ein großer Parkplatz vor und Spielplatz. Also hier ist noch bis abends bestimmt was los, aber egal. Hier kann man sich irgendwo hinpflanzen. Alles primitiv halt. Keine Toilette, nichts. Kein Wasser, aber Wasser habe ich gerade bei einer Kirche geholt. Ja, und hier. Hat man einen angenehmen Aufenthalt bestimmt heute Abend. Rauschende Blätter. Ich werde mich wahrscheinlich da unter den Baum, den großen, dann ist das nämlich trocken morgen früh. Kein Tau auf dem Zelt. Das hat letztes Mal ja auch gut geklappt. Ja, und dann kann man hier richtig abbauen. Da sitzen jetzt gerade welche, aber das ist egal. Einfach nur klasse, dass es sowas gibt in Dänemark. Direkt an der Küste, da unten ist Strand, alles in Ordnung. Mal sehen, da werde ich gleich mal das Zelt aufbauen. Aufgebaut! Ja, 16.10 Uhr. Und es ist aufgebaut. Hat mir Zeit gelassen, aber es wird immer besser, um das Zelt aufzubauen. Diesmal habe ich auch alle Seile festgemacht, aber der Wind, ja, kommt von da. Sollte eigentlich, wenn der Abseite dicht ist, nicht so eine große Angriffsfläche haben. Kommt hier auch nicht so doll an. Ich werde gleich jetzt noch einkaufen, Abendessen. Ja, kann ich gleich sagen, groß gekocht wird auch wieder nicht. Entweder Kartoffelsalat und Würstchen oder wieder Brot und ja, hier irgend so ein Belag wieder. Das ist einfach zu lecker und zu einfach und zu schnell. Und da muss man gar nichts machen. Das ist einfach top. Ja, also super, so wie das hier jetzt steht. Nicht weit vom Meer. Ich muss einfach nur den Berg runter. Ja, und dann geht's weiter. Ja, ich gucke erstmal nach Mittag. Und dann melde ich mich vielleicht am Strand, wenn ich das Abend esse. Oder nochmal wieder von hier. Ich sehe das gleich mal. Also dann bis dann. Nudelsalat und Würstchen ist geworden und mit Meerblick. Unten am Strand, da zieht es doch ein bisschen doll. Auch keine schönen Sitzplätze sind da, also bin ich hier oben geblieben zum Essen. Jo, ich werde bestimmt nachher nochmal später unten spazieren gehen am Strand, aber sonst passiert hier gar nicht mehr viel heute Abend. Ich werde hier noch schön essen. Ist nicht die größte Portion, ich habe ja noch was anderes. Ja, wie ihr seht, ich kann auf Schweden gucken, ganz da hinten. Das ist schon Schweden, das ist aber nicht Helsingborg, sondern was anderes, irgendeine andere Stadt. Sehnsucht ist schon nach Schweden, aber dieses Mal nicht. Die Seite ist ja auch schön. War eine schöne Tour, oder nicht? Natürlich absolutes Highlight, Kopenhagen. Sehr, sehr zu empfehlen, habe ich ja schon gesagt. Also alles, was man gesehen hat, also boah, wunderbar, richtig schön. Und auch die Radwege,
richtig gut durchgekommen. So kommt man natürlich sehr gut durch die Stadt. Wenn das überall so wäre, na leider, viele rote Ampeln gibt es da natürlich auch, aber alles tipptopp. Viel baulich getrennt und so. Ja, das ist auch wirklich eine Reise wert und dann muss man das mit Fahrrad erkunden. So, das Wetter hat durchgehalten, war einigermaßen herbstlich, würde ich sagen. Trotz Sonne, nicht heiß, sehr pustig. Ja, aber ich will jetzt nicht meckern. Ich habe hier ein schönes Plätzchen jetzt noch gefunden. Ist relativ, ja, sehr hinter dem Baum versteckt sich das Zelt. Ja, sehr ruhig eigentlich hier mit dem Wind. Er kommt hier nicht so gut an. Ja, und mit Blick aufs Meer, was will ich mehr? Und dennoch auf Schweden. Ja, ich musste ein bisschen heute aufpassen, denn die Kastanien und Eicheln und Äpfel und sowas sind alles von den Bäumen gefallen. Hat mich zum Glück keiner getroffen heute. Auf den ja, über 70 Kilometer sind sie dann doch noch geworden mit ein paar Schlenkern, die ich hatte. Aber absolut schön, auch mal, wenn es in zweiter Reihe dann doch mal ging. Vorne war dann sowieso bebaut und dann war die Hauptstraße nicht so toll. Dann gab es mal einen Weg in zweiter Reihe, ja, durch den Wald durch und all sowas. Einfach nur klasse. Ja, unruhig ist das hier ein bisschen, aber die Straße unten ist nicht gut befahren jetzt und noch nachts bestimmt sowieso nicht. Eisenbahnschienen sind ein bisschen weiter weg. Hört man zwar auch, ich glaube, ich höre eher das Rauschen der Blätter heute Nacht. Also es war richtig toll und morgen geht es natürlich weiter. Das Wetter soll nicht ganz durchhalten, es wird grauer, aber was soll man machen? Ich habe es mir ja ausgesucht, aber es soll vielleicht regnen, vielleicht auch nicht. Der eine Wetterbericht sagt so, der andere sagt so. Ich werde es morgen früh sehen. Ich werde es nehmen, wie es kommt. Ich habe Regenklamotten mit. Ich will das hier noch sehen. Im Sommer ist es hier natürlich noch besser, aber auch viel voller. Also der Strand war ja alles noch relativ leer. Es haben noch viele gebadet, aber überfüllt war es bestimmt nicht. Ich habe einige gesehen, aber ich glaube, da muss man schon etwas abgehärteter sein, um da reinzugehen. Dennoch der Wind, wenn man rauskommt. Also heute habe ich es mir mal verkniffen, mal die Füße reingehalten, mehr nicht. Mal sehen, was morgen ist. Morgen ist auch wieder ein ganz anderer Charakter. Helsingborg komme ich natürlich durch. Das ist, glaube ich, auch die größte Stadt. Und dann komme ich durch viele Ferienorte und so. An Kattegat werde ich dann auch mehr fahren. Und am Ende wieder irgendwo schön übernachten. Aber das werden wir den nächsten Teil sehen auf meiner Reise hier auf Seeland. Also kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat gefallen, wie es war. Schöne Bilder hat es bestimmt gegeben. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Tschüss, moin moin, hi und wie es sonst so heißt, da drüben heißt hi, hi hi und ach, da kommt man schon inzwischen ziemlich durcheinander. Bin ja dieses Jahr auch wieder durch einige Länder gefahren. Also dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs, euer Thorsten, tschüss. Schmeckt. Tschüss. Tschüss.